Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen. Ich bin der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Wie Sie wissen, machen wir die Videos ja in Serie. Jetzt haben wir gerade ein Video gedreht über Knochen und Blutbildung. Und jetzt kommt das nächste Video und da geht es um den Blutkreislauf und Blutgefäße, Verkalkung der Blutgefäße, alles, was mit dem Blutkreislauf zusammenhängt. Die richtige Reihenfolge wäre logischerweise dann erstmal sich das Knochenvideo anzuschauen und dann dieses Video mit den Blutgefäßen. Dann bauen sie aufeinander auf. Wer also da ein Thema mit hat. Gut, fange ich wie immer an, lade ich Sie eigentlich herzlich ein zu diesem Video. Sie wissen, dieses Video funktioniert endlos in die Zukunft hinein. Vermutlich auch in die Vergangenheit. Das habe ich noch nicht überlegt, wer das aus der Vergangenheit sehen kann. Aber natürlich funktioniert es aus der Vergangenheit auch. Irgendwann wachsen wir in diese Zeit rein. Also, endlos. Sie dürfen sich das jederzeit anschauen. Spielt keine Rolle, wann es gedreht worden ist. Und jetzt sind Sie herzlich eingeladen. Gut, okay, schaue ich mal. Ja, da sind schon einige. Da ist er. Wunderbar. Da gibt es doch Interesse. Jetzt geht's los. Dann werde ich sie erstmal körperlich energetisch reinigen. Gut, dann können wir jetzt drauf losgehen auf die Blutgefäße. Vielleicht nochmal einen Satz vorweg. Am Vorgespräch hat es schon zu Andreas gesagt, wir sind ja, bestehen aus 50 bis 90 Billionen Zellen, die sich, wobei Milliarden Zellen regelmäßig in einer Stunde, glaube ich, sogar mehrere Milliarden Zellen werden erneuert oder kann sogar sein, noch schneller. Wir regenerieren uns komplett in einem gewissen Zyklus. Bestimmte Knochen, das dauert ein bisschen länger, aber andere Haut und so weiter, das geht relativ tagtäglich. Also wir sind ein lebender Organismus, der sich immer wieder neu schafft. Und eigentlich, oder das Wichtigste, damit dieser Organismus sich neu schaffen kann, ist der Blutkreislauf. Der ist nämlich dazu zuständig, Nährstoffe in die Zellen zu bringen, Sauerstoff in die Zellen zu bringen, also Energie hineinzubringen. Und dass diese große Petrischale, die wir darstellen, also nur mit Außenhaut geschützt, dass wir nicht auslaufen, dass diese auch ständig gut gefüttert und genährt werden. Und das macht der Blutkreislauf. Und versorgt uns praktisch. Und der muss gut funktionieren und möglichst frei sein. Probleme, wenn das nicht gut funktioniert oder wenn da eine Störung gibt, Verkalkung der Gefäße, dass dann weniger Blut durchfließt und so weiter, hängt viel mit schlechten Gewohnheiten zusammen. Schlechtes Essen, wenig Bewegung. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Ursachen. Die müssen Sie selbst abstellen. Wir werden jetzt einfach mal energetisch das soweit machen. Aber sich regelmäßig zu bewegen und sich gutes Essen zu gönnen, damit diese Maschine, diese 90 Billionen Zellen am Leben erhalten werden und gut am Leben gehalten werden, das ist Ihr Ziel in diesem Leben. Und wer das gut macht, der kann auch sehr, sehr alt werden. Okay, jetzt womit fangen wir an? Machen wir erstmal die Blutgefäße. Nehmen wir alle Blutgefäße aus dem System mal raus. Mir hat auch schon jemand geschrieben, ich soll das nicht so blutgrünstig darstellen, aber es ist ja einfach eine energetische Ausnahme. So muss man sich das vorstellen. Tatsächlich sind ihre Gefäße ja immer noch drin. Aber diese energetische Kopie
nehme ich raus, an der arbeite ich dann und dann geht sie wieder ins System heraus. Und das hat sich unwahrscheinlich positiv gezeigt, dass ich das so mache, weil dann kann man zielgenauer arbeiten. Jetzt liegen diese ganzen Gefäße vor mir und die werde ich jetzt energetisch reinigen. So als Knäuel. Wobei meine Vorstellung ist das Maß der Dinge, wenn man so will. Okay. Also das ist eigentlich ein Video für alle, wenn man so will. Jeder hat ja Blutgefäße, die mehr oder minder gut funktionieren. Ich würde das fast wie so eine Meditation ansehen, dieses Video. Gucken Sie es einfach an, damit Sie sich frischer fühlen, ne? So. Nehme ich diese störenden Energien raus, dieses Drücken praktisch mit der Hand, diese Bewegung. Das nochmal zu erklären. Ich spüre den Widerstand und weiß, da ist irgendwas, was da nicht hingehört. Also in diesem Haufen der Blutgefäße. Die sind ja so teilweise so kleiner als ein Haar. Noch feiner können die sein. Und sind eben in dem gesamten Körper verteilt. Das geht eben jetzt nur global, ne? Das kann man jetzt nicht fürs einzelne Gefäß machen. Arterien, Venen im Wesentlichen. Lymphkreislauf würde ich fast auch mit dazu zählen. Es war jetzt kein direktes Blutgefäß, aber eher ein Teil davon. Wie gesagt, ein Video für alle. Auch wenn er jetzt keine großen Probleme hat. Und es gibt ja eine treue Fangemeinde mittlerweile, die sich alle Videos gerne anschauen, auch wenn sie nicht unbedingt damit betroffen sind. Und das kann jetzt so ein Video sein für alle. Tatsächlich für alle. Natürlich macht das sich auch mal Sinn, ein Frauenvideo als Mann anzuschauen, weil ein Teil energetisch ist ja bei uns Männern auch Frau oder umgekehrt bei Frau ist ein Teil energetisch ein Mann. Also dieser Teil darf dann auch Heilung erfahren. Ne? Also insofern ist das manchmal gar nicht so dumm, solche geschlechterübergreifend auch noch anzusehen. So, das sind die Gefäße. Die Sphäre, die ich da mache, erleichtert mir die Arbeit. Praktisch erleuchtet oder heilt, indem ich sie durchziehe, diese Energiekugel. Und da liegen ja eben die Gefäße. So. Muss ich wohl offensichtlich ein paar Mal mehr machen, um das alles frei zu bekommen. So, was haben wir? Fühlt sich schon viel besser an. Und jetzt geht es darum,
Okay. Dann die Störmaterialien, also Verkalkung ist ja nicht Verkalkung, ist was, das sind andere Substanzen, aber die nehmen wir jetzt auch mal raus aus diesen Blutgefäßen. Lichtsäule. Nochmal feiner. Die Idee ist, der Gedanke geht vor dem physikalischen Erlebnis. Alles, was da an Störfaktoren in den Gefäßen ist, nehmen wir jetzt vollständig raus. So. Gut. Schauen wir nochmal. Was ist besser geworden? Ja, ist deutlich besser. Das ist das Gute. Ich fühle ja den Unterschied. Merke vorher und nachher, das, was ich energetisch bearbeitet habe, ob sich das besser anfühlt. Und diese Rückkopplung, das gibt mir die Sicherheit, dass da was passiert ist. Ne? Dass ich nicht blind arbeiten muss. Das ist ja für viele Heiler ein Problem. Außer der Klient sagt, ja, ist alles gut. Aber ich kann es vorher fühlen, ob alles gut ist oder nicht gut ist. Ne? Versorgen wir mal die Blutgefäße mit der genügenden Elastizität, also so einen Elastizitätsstoff damit hinein. Und alle, das habe ich schon mal gemacht, aber alles störende Zeug kämmen wir jetzt nochmal raus. So. Sehr schön. Blutgefäße wieder in meinen Mustermenschen hinein oder die multidimensionale Persönlichkeit. Okay, dann nehmen wir das Blut selbst nochmal. Das gehört einfach zu dem Blutvideo dazu. Dann werden wir das Blut nochmal reinigen. Dann nehmen wir das hier in einen vorgestellten Gefäß hinein. So 6 bis 8 Liter haben wir, glaube ich, je nach Körpergröße. Mache ich das auch nochmal sauber. Genügend Sauerstoffsättigung, Nährstoffe, alles was nötig ist, Hormone und so weiter, was ich nicht weiß, alles hinein damit. Oh ja, das hat was gemacht. Manchmal muss man einfach experimentieren, weiß man vorher noch nicht, welche Idee dann kommt. Okay, das Blut wieder hinein. Der Jungbrunnen von innen, frisches, erneuertes Blut. Ja, ah ja, da passiert was. Ich sehe so statt Blutbahn jetzt so Lichterbahn. Also irgendwas ist da passiert. Das ist es richtig. Dopingmittel für Sportler, erfrischtes Blut. Okay, ja, meine Damen und Herren, ich glaube, jetzt können wir noch mal gucken. Was gibt es für andere Ursachen nochmal? Das will ich trotzdem eben schauen.
Okay. Schwermut, Gram, negative Gedanken, die den Blutkreislauf zum Stoppen kommen. Ideen, dass man sich nicht so bewegen kann. Alle diese negativen Ideen nehme ich jetzt vollständig aus diesen multidimensionalen Persönlichkeit heraus. Lichtsäule Erzengel. Was haben wir noch? Freude am Leben spielen wir dann nochmal ein in das System. Der Garant für ein langes Leben ist Freude am Leben. Das sorgt dafür, dass unsere Zellen sich freudig wieder erneuern und wissen, in dieser Hülle ist es angenehm. Das ist das richtige Mikroklima für mich. Hier fühle ich mich wohl und hier mag ich gerne sein. Also die Freude ist schon sehr wichtig. Gönnen Sie sich jeden Tag irgendwas, was Ihnen Freude macht. Schauen wir nochmal. Das war wohl für mich gemeint jetzt hier. Faulheit und Trägheit nehmen wir jetzt mal aus dem System heraus. Der Blutkreislauf freut sich natürlich, wenn er auch benötigt wird, also dass er in Schwung, mal mehr im Schwung kommt in jeden Tag. Also die Faulheit und Trägheit nehmen wir aus dem System raus, Lichtsäule Erzengel. Jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen oder irgendwelche sportlichen Anstrengungen. Dann freuen sich alle Zellen und jubilieren, dass sie gebraucht werden und reinigen das System. Ne? Gut, was haben wir noch? Ja, gute Idee. Machen Sie jedem ein kleines Geschenk, eine Kleinigkeit jeden Tag schenken Sie dem. Irgendjemand, was auch immer, muss nichts Großes sein, muss auch nicht groß teuer sein. Das gibt diese Glücksgefühle in den System hinein und diese Glücksgefühle erneuern das System. Mein Vorschlag für Sie oder meine Idee für Sie. Gut, meine Damen und Herren, damit will ich es belassen. Blutkreislauf und alles, was dazu gehört, haben wir gemacht. Schauen Sie das Video gerne regelmäßig an. Das ist praktisch so ein Jungbonn-Video, Erneuerung von innen heraus. Und das kann man eigentlich gar nicht genug oft, nicht oft genug sehen. Also übertreiben bringt es ja auch nicht, aber am Anfang vielleicht täglich und dann einmal die Woche oder wie immer Sie Lust haben, gucken Sie sich dieses Video gerne an. Gut, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Bleiben Sie gesund. Freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ihr Cornelius.